da wir noch Zeit haben, noch ein kleines Video. Eben hatten wir hier so einen kleinen Schnitttest und deswegen sieht das jetzt hier ein bisschen ranzig aus auf dem Tisch. Die Requisite hat den kleinen Tischsauger nicht mitgebracht. So, im letzten Spendenpaket von dem coolen Kollegen, der uns hier das Päckchen geschickt hat, der Kameramann wird hier, hier oder hier nochmal den Namen einfügen. Und haben wir gedacht, spielen wir mal damit ein bisschen rum. Ich habe gestern schon mal ein bisschen probiert und ich war so ziemlich überrascht, dass man ab und zu wirklich was trifft. Ich kann mich jetzt aus meiner Kinderzeit nicht daran erinnern, dass ich da wunderweiß was getroffen hätte. Wir haben damals sowas aus, wie heißen die Dinger nochmal? Kleidungstextilgummi. Wie Kinder sagten, Schlippergummi. Und Drahtgriffen. Und das wurde aus sogenannten Zaundraht oder Schweißdraht. Nee, wir haben Zaundraht gesagt. Gebogen, verdrillt. Dann hattest du halt den Griff und das Gestell. Und dann kam da der Schnipsgummi daran. Damit haben wir dann geschossen. Der war aber sehr weich, der Gummi. Fahrradschlauch war ganz gut geeignet, erinnere ich mich zurück. Oder eben man schnitzte sich sehr mühsam so etwas aus einer Holzastgabel, wenn das jemand kennt. So, aber ich glaube, ich habe nicht wunderweiß was damit getroffen. Vorhin war ich ziemlich überrascht, dass ich da doch unseren schönen Kasten da hinten getroffen habe. Beziehungsweise das war gestern Abend. Ja, wir hatten auch gewisses Zielwasser getrunken, Zieltee, sage ich bloß nochmal. Ich muss mal so sagen. Wir hatten ja vor Jahren schon mal einen Review. Ich muss natürlich noch einfügen, dieses Video, wenn du es findest. Ich glaube es nicht. Und jetzt haben wir gedacht, tun wir mal aus Spaß ein bisschen ballern. Und nebenbei können wir hier nochmal so ein gutes Zubehör in meinen Augen präsentieren. Oh, das ist die Tasche. Hier oben halt die Mumpeln eingefüllt. Ich habe die auch schon für Luftgewehrkugeln auch benutzt. Da gibt es dann noch einen passenden Einsatz von mir gebastelt mit einem kleineren Loch hier unten. So, dann machst du hier auf. Oder hängen hier unten immer die Kugeln, die Stahlkugeln mittels Magneten. So, also die fallen auch nicht raus. Man nimmt sich dann eine hier, kann wieder zumachen. Mhm. Ja, und dann kann man loslegen. Also sind die Kugeln immer am Mann. Das Ding hat, glaube ich, nicht viel Geld gekostet. Das Leder ist auch nicht besonders hochwertig. So. Und wir amüsieren uns jetzt mal, ob ich hier was treffe. Da, siehst du? Geht doch. Mhm. Kollege, du musst immer die Fehlschüsse, die musst du natürlich rausschneiden. Ja, dich machen. Und die guten, nach dem 200. dann. Die guten, nach dem 200. dann. Na, viel zu tief. So, also gestern hat das besser geklappt. Man hat doch ganz schön Zuck drauf auf diesem Teil, muss ich mal so sagen. Also abkriegen möchte ich die kleinen Mumpel nicht. Hm. Ja, das war schon mal der Holzbalken. Ja, und jetzt nochmal ein bisschen höher. Oh, das wird wohl heute doch nicht. Gestern war das viel besser. Zu viel Tee getrunken. Mhm. Aber ich muss auch mal so sagen, bei der möglichen Zombie-Apokalypse, das Ziel ist ja auch ein bisschen größer wie dieses kleine Kästchen da. Da, siehst du? Geht doch, wenn man will. Also man muss da wahrscheinlich auch ein bisschen üben. Jedenfalls als Stift und Steppi damals. Boah, ich kann mich nicht erinnern, dass ich da irgendwas getroffen hätte. Geht doch. Mhm. Jedenfalls haben wir auch schon ein ganz paar von diesen Mumpeln verbraucht. Oh, das war auch knapp vorbei. Man sieht die Kugel natürlich auch fliegen und kann sich dann ein bisschen daran orientieren. Und meistens gehen sie wirklich relativ knapp dran vorbei. Also ein Zombie trifft man bestimmt. Oh, das war bloß knapp höher. Okay, dann geben wir mal auf, weil die Katze hier rumspringt. Nicht, dass die nach den Kugeln springt, ne? Weil es da raschelt da hinten. Ja, feine Miezi. So, haben wir gezeigt. Also ich muss mal so sagen, man hat doch ab und zu mal ein Erfolgserlebnis. Und durch stetiges Üben wird das wahrscheinlich auch immer besser. Ne? Tasche ist auch gut. Hier könnt ihr sehen. Zack, immer eine raus. Wenn du gar nicht mehr willst, machst du eben hier unten wieder zu. Und dann macht das Spaß. Und hat wenig Geld gekostet. Ich glaube, so eine Schleuder, die kostet nicht Unmengen, oder? Du kennst dich da besser aus.
Geht doch. Geht. So, Freunde, haben wir alles gezeigt. Damit könnt ihr Spaß haben. Ich sage mal so, nicht auf Tiere, wie zum Beispiel die Katze da, sondern immer schön nur auf ein Ziel und dann gibt es auch keinen Ärger mit der Ordnungsmacht. Tschüss, Freunde.